Hallo und herzlich willkommen aus dem WWF Luango Nationalpark in Gabun. Wir befinden uns hier ein bisschen südlich vom Äquator an der westafrikanischen Küste und werden die nächsten zwei Wochen hier unser Glück auf die wunderbaren Salzwasserfische Gabuns versuchen. So, wir erwarten hier eine super geniale Sportfischerei auf beispielsweise Kapitänsfisch, Bullshark, verschiedene Checkies, die es hier gibt. Wir haben hier manchmal sehr, sehr große Tarpone. Wäre natürlich ein Riesenknaller, wenn wir einen von diesen großen Tarponen erwischen. Und ansonsten ist Popperfischen, Spinnfischen und Surfcasting angesagt, sowie normales Bootsfischen. Und wir werden einfach mal schauen, welche Fischarten wir die nächsten zwei Wochen hoffentlich an den Haken bekommen werden. Durch den traumhaften Regenwald fließt der Ndogo. Nach einer kurzen Fahrt erreichen Andreas, Martin und Bruno die Flussmündung. Brandungsangeln steht auf dem Programm. Um das 200 Gramm schwere Blei und den Fetzenköder auf Weite zu bringen, setzten die drei Ruten mit einem starken Rückgrat ein. Nochmal kurz die Bremse kontrolliert, dann heißt es warten und fachsimpeln. Mit dem Sonnenuntergang steigen die Erwartungen. In der Dämmerung und mit der richtigen Tide kommen die Fische unter Land. Der nächste Tag an der Flussmündung. Die drei fischen erstmal mit dem Popper. Dann in der Dämmerung bekommt Andreas den Biss, auf den alle gewartet haben. Der Fisch zieht ihm über 400 Meter Schnur von der Rolle. Ja, und haben Sie genug Schnur drauf? Nicht mehr viel jetzt. Hier noch 50, 80 Meter. Zwei Meter. Erst kurz vor knapp kann Andreas den Fisch stoppen. Der Drill dauert über 20 Minuten und es ist ein anstrengender Drill. Immer wieder zieht der Fisch in die Strömung. Dann endlich ist es soweit. Andreas landet einen kapitalen afrikanischen Tarpon. Gewicht 45 Kilogramm.
Andi. Oh, jetzt, man. Geil. Ein absoluter Traumfisch. Dann geht's weiter mit Fetzenködern am 11.0er Wallerhaken. Danach montiert er das Knicklicht und schon kurze Zeit später geht der nächste Fisch ans Band. Und auch Bruno geht nicht als Schneider nach Hause. Jetzt läuft es richtig rund. Trotz fest angezogener Bremse nimmt der Fisch nur eine 40er geflochtene. Nach der Landung ist klar warum. Ein Rochen, über 2 Meter lang, gut 50 Kilo schwer. Solche Fische verlangen dem Angler alles ab. Viel Ruhe bleibt Bruno allerdings nicht. Sein nächster Fisch, ein schöner Snapper. Absolut geil, Bruno! Damit geht diese Session für die drei erfolgreich zu Ende.